Grüße, Genosse. Ja, hallo. Weisungskatalog. Ich guck mal Das rein. Regelwerk, an das sich gute Bürger halten. Bringt's auch nicht. Mit dem Ding könnte man ziemlichen Ärger bekommen. Ach, wir haben schon genug Ärger, das passt schon. Ich werfe mal mit dem Brei drauf, was auch nicht gehen wird, auch schwachsinnig wäre, aber wir haben ja keine Ideen. Das hat keinen Sinn. Da, danke für die Info, wusste ich schon. Hey, shit. Das ist schon wieder so ein verzwacktes Rätsel, worauf kein Mensch eine Antwort finden kann. Ach, was ist das hier eigentlich? Sieht alles aus wie eine Art Gargoyle-Bild. Naja. Bestimmt sehe ich bloß was, was da gar nicht ist. Ich meine, ich könnte noch so auf den hier sowas loslassen, vielleicht so ein Kracher. Damit der ganz hoch geht. Vielleicht ein paar Grüße, Genosse. Bestandteile übrig lässt. Und womit wir dann den Roboter aufbrüsten können, um eine größere Explosion zu verursachen. Ziemlich ungewöhnliche Ja, Idee. oder? Mach mal. Verdammt. Schrank ist auch nichts weiter. Vielleicht brauchen wir bloß mehr Verräterkracher. Guck einer an. Wir haben jetzt einen hingestellt und können uns einen neuen holen. Vielleicht brauchen wir da einfach nur mehr als einen. Vielleicht brauchen wir da 20, die wir hinstellen müssen vor den Lüftungsschacht, damit er hochgeht. Das probiere ich mal aus. Ist zwar auch bescheuert, weil wir nur einen auf einmal mitnehmen können. Und ich glaube weniger, dass die Entwickler das so geplant haben, dass man wirklich jeden einzelnen extra holen muss und den langen Weg zurückholen muss, aber das ist zumindest eine Idee. Und ich meine, so zwei Explosionen auf einmal sind schon ein bisschen heftiger als eine. Das könnte sich durchaus kumulieren und dann eine Atombombe erschaffen. Irgendwann. Wir haben ja auch hier schön radioaktives Zeug, das ist schon ganz richtig. Das läuft. Also ich hoffe, das geht und wenn nicht, dann, naja, kommen wir wieder mal nicht weiter. Was übrigens die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, die sich jetzt ergeben wird. Oh Mann. Ich könnte ja auch lustigerweise den Verräterkracher hier aufs Laufband setzen und dann eine Explosion auslösen, während Dolores noch drin sitzt. Also, ich könnte, wenn das Spiel mir das möglich machen würde, aber das tut es wahrscheinlich nicht. Und das wäre auch gemein. Muss ich zugeben, das macht man vielleicht lieber nicht. Grüße, Genosse. Hi. Wie läuft's? Alles super, muss ja. Mitnehmen, nicht benutzen. Nimm? Geht auf jeden Fall. Das heißt, wir haben eine platziert und eine im Inventar. Kann ich noch eine nehmen? Ich kann noch eine nehmen. Okay, wir können doch mehr auf einmal nehmen. Dann nehme ich mal 10 davon. Moment, ich guck mal nach, ob es auch im Inventar ist. Bevor ich hier klicke und klicke, nichts passiert. Grüße, Genosse. Nein, wir haben einen. Super. Also es geht doch nicht. Er macht es zwar unbegrenzt, aber es bringt nicht wirklich was. Egal, wir haben zwei. Okay, mit dem zweiten jetzt zum Lüftungsschacht. Probieren, ob wir ihn auch noch hinsetzen können. Wenn ja, speichere ich fix, jag die beiden in die Luft. Und wenn es immer noch nicht reicht, hole ich noch einen dritten und einen vierten und einen fünften und einen sechsten und so weiter und so fort. Und irgendwann kommen wir hier schon raus. Also ganz im Ernst, ich wollte ja auch irgendwann mal die Chaos auf Deponia-Reihe spielen. Aber ich merkte bereits bei Bernd das Brot und jetzt bei Floyd, dass ich offenbar nicht mehr der beste Point-and-Clicker-Spieler der Welt bin. Früher, als ich das noch öfter machte, so Monkey Island und so weiter, fand ich mich einigermaßen gut, aber inzwischen bekomme ich ja gar nichts mehr hin hier. Grüße, Genosse. Ich brauche ja Ewigkeiten für die einfachsten Rätsel, auch wenn die hier ein bisschen abgefahren sind. So, noch ein Versuch, mal gucken. Daher weiß ich noch nicht, ob ich mir echt Chaos auf die Deponie antun möchte hier als Let's Play, wohlgemerkt. Ist ja immer eine Trilogie, das dürfte eine ganze Weile dauern. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass die Rätsel da sehr viel logischer sind. Dass man da schon eher drauf kommt als hier. Jetzt bin ich gespannt. Tatsache. Er stellt zwei hin. Ich glaube, ich habe das Rätsel quasi gelöst. Ich muss nur eben speichern. Hoffen, dass zwei reichen. Grüße, Genosse. Ich habe echt keinen Bock, jetzt 10-mal hier lang zu laufen. Das wäre ja ätzend. Ich meine, da steht ja nicht, wie viel ich brauche, aber offenbar. Oh, wir haben doch mehr als einen mitgenommen. Guck mal hier. Hier ist noch einer im Inventar. War nur auf einem einzigen Slot gelistet. Na dann, geht's ja doch. Noch ein Versuch. Bin gespannt, ob noch einer hingeht. Tatsache. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir schon drei da stehen. Haben wir noch einen dabei? Grüße, Jawohl. Genosse. Hab ich gut gemacht. Gar nicht gemerkt, dass ich so viel genommen habe.
Doch, klar, dreimal genommen. Doch, ich komm schon hin. Nein, was? Noch ein vierter? Oh Mann. Ich habe das dumme Gefühl, dass es noch nicht reichen wird mit vier. Grüße, Genosse. Aber ich probiere es trotzdem. Kann doch nicht sein, dass man hier 10 Milliarden Dinger hinschmeißen muss. Vielleicht kann es aber auch sein, dass man so viele nehmen kann, bis er sagt, ich brauche nicht mehr, als ich habe. Und dann wissen wir, dass wir genug haben. Erstmal testen. Wir haben ja gespeichert, kein Problem. Also, das schwarze Loch hier ist schon größer geworden, aber ich glaube, das ist, reicht doch nicht aus, oder? Ich guck mal ran. Das ist ein Teil des Vent. Danke, wusste ich schon. Ich kann nicht viel damit anfangen. Das ist nicht wahr. Okay, neu laden. Wir brauchen echt noch viel mehr, wie es aussieht, aber... Grüße, Genosse. Erstens geht es, das heißt, es geht. Zweitens, Mist. Ist die Explosion jetzt danach auch deutlich größer ausgefallen, der Rückstand, die Schmauchspuren. Größer als vorher, also bewirkt es auch tatsächlich physisch was in der Welt hier. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ich platziere nochmal eben alle Puppen. Grüße, Genosse. Geh nochmal zurück, hol mir nochmal 1 Million davon. Und... Mist! Verdammt! Oh, das gibt's doch nicht. Hä? Wo bist du hin? Was? Moment. Hä? Stopp! Stopp! Halt! Halt! Hab ich gesagt. Offenbar hat er gerade beim... Wo bist du? Sag mal, ich hab dich da oben... Ich hab auf das... Ich wollte doch ins Orakel rein, nicht nach oben gehen. Also das Ladenspeichern jedenfalls hat offenbar die beiden Puppen hier vertauscht. Ja. Deswegen habe ich gerade aus Versehen schon die bearbeitete Puppe loslassen wollen, was noch viel zu früh war. Ich wollte ja die Verräterpuppe haben. Und muss deswegen abrupt abbrechen. Und da ist er irgendwie erstmal 5 Etagen nach oben geflüchtet. Verständlicherweise natürlich. Ach ja, wie schön. So. Lege er die nächste Puppe hin. Psst. Holen wir uns noch eine. Bestimmt muss ich echt so 20 Dinger dahin hauen. Bevor da irgendwas passiert. Ich sag euch das. 20 Dinger, mindestens. Psst. So, 4 haben wir. Wir holen noch, ich weiß nicht, 20. Mann. Und nochmal den ganzen Weg latschen. Ich glaub das ja nicht. Aber ganz im Ernst, auch auf die Idee zu kommen, da ist ganz viel hinzutun auf einmal. Das ist auch nicht unbedingt der... Okay, ja. Ich meine, die Explosionen waren mit zum ersten Mal gewesen, das gebe ich zu. Deswegen ist es vielleicht nicht so weit entfernt von der Wahrheit, dass man darauf kommt... die Explosion vergrößern zu wollen, durch viele davon. Aber trotzdem muss man da erstmal drauf kommen. Denn ich glaube, also nach meiner Erfahrung mit Point & Clicks jedenfalls, ist ein solches Rätsellösen nicht gerade gang und gäbe in dem Spielgenre. Insofern, naja. Ach ja. Los, Floyd, rutschen! Juhu! Dumm, dumm, dumm. Genau. Grüße, Genosse. Hi ho. Nimm sie mit, die Puppen. Mal sehen. Wir haben 1 Puppe mitgenommen. Wir haben 2 Puppen mitgenommen. Wir haben 3 Puppen mitgenommen. Wir haben 4 Puppen mitgenommen. Sag doch mal, es reicht. Wir haben 5 Puppen mitgenommen. Wir haben 6. In denen, die ich schon habe, steckt genug Sprengstoff, um dieses Schiff komplett zu pulverisieren. Ja! Keine mehr. Siehst du, jetzt haben wir genug. Danke für dieses Feedback. Ah, sehr schön. Das sollte jetzt aber wirklich reichen, um dieses vermaledeite Lüftungsschächtlein aufzusprengen. Wir haben ja genug Sprengkraft, wie gesagt, um das ganze Schiff in die Luft zu jagen, was ich kaum glaube bei der, naja, Mini-Explosion bei einem einzigen. Wir haben jetzt insgesamt mit denen, die da vorstehen, 10? 10 oder 9? Jedenfalls, nicht mal 20. Und, naja, mal gucken. Aber wenn er schon sagt, wir haben genug, dann soll es auch reichen jetzt für hier drüben. Ich meine, mein Plan muss auf jeden Fall aufgehen, sonst wäre ich wirklich stark enttäuscht von allem und würde vom Glauben völlig abfallen. Grüße, Genosse. Hallöchen. Gib mir mal einen Verräterkracher, liebes Orakel. Interessant auch, das Orakel kann offenbar extrem viele Gegenstände aufnehmen, aber nur, wenn sie bestimmt groß sind. Also ganz große Sachen kann er nicht aufnehmen, ganz kleine Sachen dafür aber offenbar unbegrenzt. Auch merkwürdig. Man sollte meinen, dass der Puffer quasi, oder was auch immer der als Vorratsspeicher nutzt, ist dieses Orakel, entsprechend begrenzten Platz hat. Aber das ist ja dann nicht der Fall, wenn er unendlich von kleinen Sachen aufnehmen kann, wie es scheint. Ich sehe da keine Logik drin. Verdammtes Spiel. So. Bzzzt. Noch einer. Grüße, Genosse. Hallöchen. Ich möchte nur ein bisschen sprengen.
5 davon sollten auf jeden Fall genügen. Da wollt ihr mich rollen? Jetzt habe ich 1 Million geholt und 5 sollten reichen. Ich habe nur 1 gebraucht noch. Oh Mann! Es ist doch nicht wahr. Grüße, Genosse. Mist. Na gut, komm. Jetzt aber raus hier. In die Freiheit. Oh Mann. Ja! Was? Wieso war die Explosion jetzt ungefähr 10-mal größer als mit 4? Verstehe ich auch nicht. Rein da in die Lüftung. Wo kommen wir da wohl raus jetzt? Bin gespannt. Oha. Okay. Ich speichere einfach mal auf gut Glück, weil hab keinen Bock, hier nochmal alles ablatschen zu müssen. Sollten wir jetzt irgendwas Dummes machen, um wieder resettet zu werden, kann ja sein. Ich weiß auch nicht, ob man in diesem Spiel sterben kann. Gibt ja durchaus Point-and-Clicks, wo das der Fall ist. Daher lieber absichern vorher. So, was? Oh! Was zum... Ich hab nichts geklickt. Nichts. Er lief einfach los. Offenbar geht das nicht. Ich hab's nur eine dumme Idee. Wir müssen immer... Ach du Scheiße. Was war die Farbe jetzt erst gewesen? Weiß, oder? Oh oh. Wir wurden rausgepfft. Oder so. Okay, war nicht so schlimm wie gedacht. Wir sind nicht gestorben, Grüße, auf jeden Fall. Genosse. Dennoch, laden geht schneller als dahin zu laufen, glaube ich. Komm. Ja, vielleicht aber auch nicht. Komm schon. Das wird nervig jetzt. Ich habe keinen Plan, was hier für ein System drin ist. Ich kann auch die komischen Schriftzeichen null entziffern. Ich weiß nur, wir waren hier auf weiß. Weiß stimmt. Weiß ist gut. Hier, vielleicht immer die gleichen Symbole? Hüpf. Nein, das ist es auch nicht. Ja, kenne ich schon. Kenne ich schon. Okay, liebe Freunde, das wird extrem ätzend jetzt, das Ganze. Das wird extrem ätzend. Ich habe keinen Hinweis dafür. Ich könnte nochmal zu Dolores gehen und fragen, ob die eine Ahnung hat, aber ich glaube, das bringt's nicht. Ach, verdammt. Vor allem, dass wir immer bis zum Ende geschleudert werden hier und... Ich meine, es ist ja im Prinzip, hast du hier 1 Million Möglichkeiten, was zu machen jetzt bei dem Feld. Ich weiß nicht, ob es nach Farbe geht. Oder nach Symbol oder beides. Ich habe echt null Plan. Vielleicht aber hier rüber. Nein. Ah, so. Ach, geht gar nicht, zu weit weg. Nein, in dem Fall haben wir ja nur eine gewisse Auswahl. Mal sehen. Verändert sich dann irgendwas nicht vielleicht? Ich habe wirklich null Ahnung, weil ich habe keine Anhaltspunkte hier. Ich kann nur auf die naheliegenden beiden springen auf jeden Fall. Immerhin, wir haben... Ach, ich kann auch nach rechts und links von mir aus springen. Na toll. Ich guck mal das hier, wenn das hier weiß wird. Hüpf. Nein, bringt's auch nicht. Ach, verdammt! Das geht doch so nicht. Also ich, geh mal so rein jetzt. Das ist jetzt ultra schwierig. Ich habe wirklich keine Idee, wie wir darauf kommen sollen, außer raten, raten, raten. Und wenn ich gleich keine Lösung finde, kann ich jetzt schon mal echt sagen, werde ich wahrscheinlich kurz eine Pause machen und im Internet nachschlagen, was da man dann für Kombinationen anwenden soll, denn wenn ich jetzt hier echt rumprobiere im Let's Play, dauert das ja Ewigkeiten. Das will sich doch keiner antun, oder wie? Vielleicht kann ich auch hier rauf gehen. Probier's mal eben aus. Darauf. Macht er gar nicht. Also er geht offenbar auch bloß auf diesen einen rauf am Anfang. Also das ist offenbar die einzige Option am Anfang. Na, immerhin. Wenn ich bloß eine Ahnung hätte, wonach ich mich hier richten soll. Komm mal zurück. Geht auch nicht. Ich sollte vielleicht mal warten. Also ich werde sowieso gleich sterben oder rausgeschmissen werden. Gucken, was für ein Symbol vorher da drauf, also welche Farbe das vorher hatte, bevor ich das Ganze in Bewegung gesetzt habe. Denn da haben ja alle Symbole erstmal eine fixe Farbe gehabt. Vielleicht muss ich immer auf das gleiche Symbol springen, auf dem ich bereits am Anfang stehe.
Nur eben in der Originalfarbe. Und da muss ich also ein bisschen gucken. Wenn es das ist, dann kriegen wir es raus. Und wenn nicht, dann... keine Ahnung. Das ist gerade so mein Ansatz dazu, auf jeden Fall. Eieieiei. Wer denkt sich sowas aus? Also gelb wäre es in dem Fall. Aber das Symbol selbst ist doch noch ein bisschen anders. Also... Jedenfalls gelb oder rot, die beiden Dinger. Gelb oder rot. Gelb oder rot. Gelb? Halt! Nein, das war's nicht. Toll! Dann probiere ich den Rot gleich nochmal aus. Das ist doch nicht wahr hier.